Hallo erstmal. In Anbetracht des kopierten Geländes hier im Peine Naturpark erlaube ich mir, den dritten Teil meiner Südamerika-Rundreise hier vom Pferd zu starten und wünsche auch wieder zu diesem Teil viel Vergnügen. Der Vollständigkeit halber und das Ende der zweiten Show noch einmal hervorzuheben, starte ich zunächst mit den ersten Eindrücken des Torres del Paine, welchen ich gestern sofort bei allerbestem Wetter aufnahm, als wir den wirklich ausgezeichneten Campingplatz erreichten. Ich denke, dieser Bilder wegen ist es zu verstehen, dass ich nachts immer wieder nach dem Wetter schaute, bis ich dann schließlich um 5 Uhr des Morgens mein Equipment fasste, um den Sonnenaufgang mit dem Vollmond dazu festzuhalten, wie die nächsten Aufnahmen zeigen, bevor wir den Platz verlassen. Besonders rege bewegte sich hier im frühen Morgenlicht der Crested Caracara. Er gehört zur Familie der Falken, nährt sich meist am Boden und nahm fast keine Notiz von mir. Die erste Tour führt uns zu einem kleinen Wasserfall und derweil wir fahren, erzähle ich ein wenig über den Park. Der Nationalpark Torre del Paine liegt im Süden Chiles und ist ein Teil Patagoniens. Er liegt rund 140 Kilometer nördlich der Stadt Puerto Natales, welche wir im Teil zuvor schon erlebten. Die Nationalparkfläche umfasst 2420 Quadratkilometer. Er ist durchzogen von bis zu beinahe 3000 Meter hohen Bergen, Gletschern, Fjorden und großen Seen. Das Gebirge ist nicht wie die Anden durch Aufhaltung von der Unterwanderung der pazifischen Platte unter die südamerikanische Festplatte entstanden, sondern verdankt seine Entstehung nur durch vulkanische Eruptionen und ist in den Urzeiten schon begonnen, durch Erosion so zu werden, wie wir es hier jetzt und heute erleben. Vor rund 14.000 Jahren endete die letzte Eiszeit in Patagonien. Seitdem ziehen sich die Gletscher zurück und es siedelten sich viele Tiere in der Gegend an. Die Tierwelt im Park ist vielfältig. Auffällig sind die Guanacos, Darwin-Nandus, Andenkondore und viele Vogelarten. Das Wasser vom Lago Nordenskjöld stürzt hier auf dem Weg zum Lago Peo 15 Meter in die Tiefe.
Am 17. Februar 2005 brach ein verheerender Waldbrand im Park aus. Dabei wurden mehr als 15.000 Hektar Wald vernichtet. Ein weiteres Feuer Ende Dezember 2011, Anfang 2012 zerstörte über 14.000 Hektar Wald. Beide Brände wurden durch Unachtsamkeit von Touristen verursacht. Ein 23-jähriger israelischer Tourist wurde wegen fahrlässiger Brandstiftung angeklagt. Weiter führt nun die Fahrt auf staubigen, unbefestigten Straßen um das Peine-Massiv herum zur Südostseite des 1978 zum Biosphärenreservat von den Vereinigten Nationen unter Schutz gestellten Parks. Nach vielen weiteren Stops, wo alle natürlich immer wieder schnell ausschwärmen, halten wir dann als nächstes für längere Zeit bei einem Parkrestaurant. Ich schwenke auch hier sogleich die Kamera, um einiges, wie zum Beispiel ein Gänsepaar mit ihren Jungen und weitere super Ansichten vom Park mit dem Peine-Koloss festzuhalten. Einige Zeit weiter tut sich der Nordenskjöldfjord mit Gletschersee des Torres de Peine auf, wo sich die Kälber des Gletschers langsam in Wohlgefallen auflösen. Noch zu bemerken wäre, es ist zwar Dezember, aber hier herrscht gerade Hochsommer, sodass Zaunkönige und viele andere Vogelarten mächtig bemüht sind, ihren Nachwuchs aufzuziehen und ich den Peine Naturpark überhaupt von seiner Glanzseite erleben darf.
Eine lange, einsame Tour wird es nun durch ein stetig flacher werdendes Gebiet, wo uns die staubige Piste und der Gegenverkehr mächtig zusetzt. Aber dennoch genieße ich die Aussicht und die ratternde Fahrt aus dem Cockpit des Rothelbusses. Deutlich ist dabei zu erleben, wie die Wege immer wieder aufgeschottert werden und dazu mit einem Kräder für wohl nur kurze Zeit planiert werden. Ach ja, ein neuer Grenzstopp nach Chile kündet sich an. 3 Stunden Dauer war bislang die Regel dafür, wofür wir uns schon im Grenzshop bei Hafenklingen etwas präparieren. Zum Glück waren die Grenzer an diesem Übergang etwas gelassener, sodass die Fahrt nach Calafate schnell in Angriff genommen wird. Um 15 Uhr gelangen wir zu einem einsam gelegenen Parkplatz mit diversen LKWs überfüllt mit Schafen und einem Hotel. Auf eine so große Gesellschaft war der Wirt, nachdem er seinen Betrieb erst eine Woche geöffnet hatte, noch nicht eingestellt. Wir möchten es aber nicht so eilig haben, er würde uns etwas zurechtzaubern, meinte er. Und wirklich, wir bekamen ein Steak, was den Teller mehr als füllte. Unser Reiseleiter versprach dem Wirt, bei der nächsten Tour wieder vorbeizukommen. Daraufhin winkte er uns zum Abschied noch freundlich zu. Abwechslungsreich geht die Fahrt nun weiter und nach einer Weile wird es feuchter und bunter. Und so finden wir auch noch Zeit für einen fotofreundlichen Blumenaufenthalt. Nun ist es bis zum Endpunkt des Tages nicht mehr weit, sodass Calafate bald erreicht ist. Auf dem Gelände der Jugendherberge wird der Wagen hergerichtet und so geht dann auch dieser interessante Tag wieder viel zu schnell zu Ende. Ein neuer Tag und ein neues Ziel, wobei der Hänger stehen bleibt. Denn der Aufenthalt hier ist für 2 Tage geplant. Dieser Ausflug jetzt sieht mir zwar etwas fraglich aus, denn das Wetter dürfte für solch ein Objekt ruhig sonniger sein. Aber dennoch, es geht zum Lago Argentino, einem See von etwa dreifacher Größe des Bodensees. Er ist der größte See in Argentinien und über 15.000 Jahre alt. Er wird von mehreren Gletschern gespeist, darunter dem größten Gletscher von Südamerika, dem Uppsala-Gletscher, und dem bekanntesten, dem Perito Moreno-Gletscher. Die Ostseite des Sees verliert sich in den weiten Ebenen der Pampa und entwässert über den Rio Santa Cruz in den Atlantik.
Kalafate hat uns wieder und hier außerhalb der Temperaturdifferenzen wie am Lago Argentino, sodass es dort häufig diesig und neblig ist und der Gletscher wie heute überhaupt nicht zur Geltung kam, lacht hier die Sonne und ich tingel für weitere Fotos durch Kalafate. Der Name kommt von einem in der patagonischen Region häufig anzutreffenden Strauchgewächs, den Kalafate-Sträuchern, eine Berberisart mit gelben Blüten und dunkelblauen Beeren. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde am Standort des heutigen Kalafate ein Versorgungspunkt für die Wolltransporte von den umliegenden Estancias aus eingerichtet. 1927 wurde der Ort offiziell von der argentinischen Regierung gegründet, um die Besiedlung der Region voranzutreiben. Der Aufstieg von Kalafate begann 1943 mit der Einrichtung des Nationalparks Los Glaciares und Einrichtung der Verwaltung desselben. Die Parkverwaltung war lange Zeit die wichtigste Institution der zunächst nur etwa 100 Einwohner zählenden Ortschaft. Kalafate lebt heute fast ausschließlich von den Touristen aus aller Welt. Nun ja, werte Filmfreunde, die nächste Tagesreise beabsichtige ich mit einem sehr schnellen Boot in der kältesten Region Patagonien zu beginnen. Darum seht her, schütze ich mich mit der wohlwärmenden Wolle der Alpakas. Freudig durch einen Bandurria-Vogel auf unserem Stellplatz inspiriert, sind wir heute mit einem Reisebus noch einmal zum Lago Argentino in die einmalige Gletscherwelt. Zu diesem Part des patagonischen Eisfeldes ist es nur örtlichen Bussen erlaubt zu fahren. Ganztägig nehmen wir uns heute bei dieser Tour den Perito Moreno vor die Brust. Und wie es scheint, haben wir mit dem Wetter wohl den Nagel auf den Kopf getroffen. Der im Los Glaciers Nationalpark gelegene Perito Moreno Gletscher ist wohl mit 250 Quadratkilometer eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Patagoniens. An manchen Stellen erreicht der Perito Moreno Gletscher Höhen von bis zu 60 Meter über dem Wasser. Als wäre er nicht schon gigantisch genug, ist er einer der wenigen Gletscher weltweit, der selbst in Zeiten der globalen Erwärmung weiter wächst.
Wir fahren weiter auf der Privatstraße des Nationalparks entlang des Lago Argentino, um womöglich das Kalben des vortreibenden Gletschers zu erleben. Der Vorstoß der Eismassen war betrüblicherweise nicht so ganz optimal. So hielt ich die Kamera oftmals minutenlang auf die Eiswand. Und immer, wenn ich bei Stellungswechsel nicht schnell genug war, donnerten die Eisbrocken ins Wasser. 3 Batterien habe ich leer geschossen. Aber dennoch bin ich recht zufrieden mit dem, was ich festhalten konnte. Die Reise führt uns nun nach Schalten am Fuße des 3375 Meter hohen Berges Fitzroy. Zunächst entlang des Rio La Leona, welcher den Lago Viedma zum Lago Argentino abwässert und den wiederum über den Rio Santa Cruz zum Atlantik. Die Mittagspause wird dann im Hotel La Leona stattfinden.
Nun führt die Straße stets mit Sicht auf das Grenzgebirge Anden zwischen Chile und Argentinien, aber fast immer etwas abseits des Lago Viedma weiter. Der Lago Viedma ist ein 80 Kilometer langer und 15 Kilometer breiter Gletschersee in der argentinischen Provinz Santa Cruz, nahe der Grenze zu Chile im Nationalpark Los Glaciares. Vor dem heutigen letzten Stopp zeigen die Anden noch einmal mit ihren Verwerfungen, Farben und Formen, dass man glauben könnte, nicht mehr auf dieser Welt zu sein, dass es ein aufgefaltetes Gebirge ist. Und dann ist die Touristinformation vor den Toren El Chaltens, die sogenannte Trekkinghauptstadt Argentiniens, erreicht. Ortseingangs zeigt sie sich mit ihren vielen Holzbauten schon als etwas Besonderes und hat sich offenbar voll dem Tourismus angepasst, denn das Dorf verfügt über keine Industrie und keine Landwirtschaft. El Chalten bietet den direktesten Zugang zu den Bergmassiven des Cerro Torre und des Fitzroy. Letzterer heißt in der Sprache der Ureinwohner, der Tulche-Indianer, El Chalten. Das bedeutet in ihrer Sprache rauchender Berg, obwohl der Fitzroy kein Vulkan ist. Die Gründung des Ortes wurde durch die argentinische Regierung maßgeblich wegen Grenzstreitigkeiten mit Chile vorangetrieben. Dadurch sollte der Anspruch auf das Territorium untermauert werden. Mehr ist eigentlich nicht zu berichten, nur dass es mir hier gefiel und dass der Fitzroy sich beharrlich mit Wolken umgab. Am nächsten Morgen ist der Fitzroy immer noch nicht vollständig frei. Aber was ist zu tun? Nach Plan müssen wir aufbrechen zum nächsten Standort. Und so fahren wir eben ohne den Fitz. Ich besehe mir Ausgang, noch einmal die Zone der Verwerfungen und lehne mich zurück bis zum nächsten Halt weit ab in der Pampa an einer Tankstelle. Weihnachtlich ist hier der Tankshop mit einem Nikolausschuh geschmückt. Hermann, der kennt nix und spendet dem Nikolaus ein 10-Cent-Stück, was ihm all die Zeit schon in seiner Hosentasche drückt. Nun ja, wir hatten unseren Spaß und es geht weiter. Nun, wo wir so gut wie aus den Bergen sind, zeigt sich die Pampa wieder wie gewohnt, im Moment mit einer Erosionszone. Hier ein Part mit eiszeitlichen Moränenablagerungen. Weidende Guanacos werden wieder häufiger. Und wir fahren und fahren, stellenweise staubt es dabei wie doll.
Hier und da ist unweit der Straße der Rio Chico in seinem Bett zu erkennen, das einst wohl breitere Dimensionen hatte. Na und Blümchen gibt es hier auch. Weiterfahrend stoßen wir auf zwei Bauernjungen aus Westerstede mit ihren Motorrädern. Von ihnen erfuhr ich, dass sie einen Spargelhof am Stadtrand von Oldenburg besitzen, wo ich sie, wenn der Spargel reif ist, besuchen werde. Jetzt weist ein Transparent auf unsere nächste Bleibe einer Estancia hin. Ich bin schon recht gespannt darauf. Spät ist unsere Schlafstätte auf der Estancia La Angostura errichtet. Hier erfuhr ich, dass seit dem Jahr 2008 der Vulkan Chaiten bei La Monte in Chile mehr oder minder eruptiert. Bei der letzten großen wehte die Asche bis hierher nach Argentinien und überdeckte das Land mit einer dünnen Schicht Vulkanasche. Der Farmer, damals im Besitz von 50.000 Schafen, hatte kein Ersatzweidegrund. So scharten sich die Tiere das mit Asche behaftete Gras frei und kauten die Zähne bis aufs Zahnfleisch runter und letztlich verhungerten sie dabei. Bei Regen wurden die restlichen Schafe mit der Asche im Feld so schwer, dass sie zusammenbrachen. Nur das zweite Standbein, die Pferdezucht und der Tourismus als drittes, schützte die Farm vor den Ruin. Und zur Erkenntnis, nie wieder nur Schafe allein. Zum Abend wurden wir von der Farm versorgt. Es gab landesüblich hochkant gegrilltes Lamm, so dass der Fahrer und Koch in einer Person auch einmal einen freien Abend genießen kann. Reichlich gesättigt und noch einen Sonnenuntergang auf der Estancia La Angostura nötigen mich, den dritten Teil mit einer Pause zu beenden und denke, in der nächsten Folge wird es wieder flott weitergehen.